Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich hoffe, dass es heute vielleicht ein bisschen flüssiger läuft als die letzten Folgen, weil ich eben einige Einstellungen verändert habe für Pokémon Black hauptsächlich gesucht, aber die haben natürlich auch hier Wirkung. Es kam jetzt eine ganze Weile keine Folge mehr, auch weil ich ein bisschen frustriert war. Ja, es ist der Punkt. Das sage ich gerade so. Ich habe schon eigentlich eine sehr lange Folge aufgenommen. Ich glaube ungefähr 45 Minuten. Die ganze Zeit übel getryhardet. Endergebnis, ich durfte feststellen, dass es absolut von Anfang bis Ende keinen Ton aufgenommen hat. Danke dafür. Ich hatte noch ein Save-State von vor der Folge. Aber bis ich mich motiviert hatte, da nochmal was zu machen, ist ein bisschen Zeit vergangen. Gib mir mal 2000. Die Belebersamen, habe ich gerade so gemeint, die waren nämlich, ich wusste jetzt tatsächlich nicht, ob es genau der Morgen ist, an dem ich gespeichert hatte, bei dem die letzte Folge geendet hat. Aber das war's. Zudem hatte ich in der Originalfolge rausgefunden, wie die Story weitergeht. Weil tatsächlich hatte ich wieder mal, genau wie im Original-Let's Play, um genau zu sein, hatte ich ein bisschen verkackt, was das angeht. Und mein Itemlager muss ich mal überprüfen. Boah, jetzt erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Die nehme ich alle mit. So. Ja. Das Problem, was mir vor allem in der Originalfolge aufgefallen ist, ich hasse sowas, wenn ich nochmal aufnehmen muss. Erstens, wie wär's mal mit einem Item für Shinux? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich denke, wenn ich jetzt noch einen Apfel einpacke, das dürfte reichen. Ja. Und Zinelbeeren habe ich gar keine. Das ist das Problem. Ich habe keine Zinelbeeren. Was das angeht, bin ich wirklich komplett im Arsch. So. 116, ich weiß nicht, ich glaube letztes Mal hatte ich noch eine Mission mehr gemacht, die mir aber nichts gebracht hat. Denn der Fakt ist, man muss mit Pantymos hier reden, damit die Story weitergeht. Hallo, ihr habt den Tag wie immer mit Erkunden verbracht, ja? Wie war aus Tatkraft? Es ist gerade früh morgens, wir sind gerade aufgestanden. Schon gehört die Geschichte des großen Erkunders Scherox? Scherox war ein Erkunder der Extraklasse, dessen Ruf sich weit über diese Welt hinaus verbreitet hat. Wohl wahr, er hatte einen Ruf, dem alle Erkunder nacheiferten. Aber dieser große Erkunder wurde als vermisst gemeldet, als er die Blizzard-Insel tief im Südwesten erkundete. Viele Erkundungsteams machten sich auf, um diesen großen Erkunder zu retten. Doch ein Team nach dem anderen gab durch die bitterkalten, wirbelnden Blizzards auf, bis sich kein Team mehr wagte. Diese Geschichte liegt viele Jahre zurück. Dazu kamen viele Gerüchte. Eins lautete, dass der Erkunder Scherox nach einem unglaublichen Schatz gesucht habe. Ihr seid krass, Team Gelb, weil Code nur euer Name ist scheiße. Ich meine, rettet die Welt und so. Kein Erkundungsteam hat sich auf die Blizzard-Insel gewagt, seitdem die Rettungsversuche damals scheiterten. Wäre das vielleicht was für euch? Wie ich gehört habe, liegt die Blizzard-Insel im Südwesten der Karte. Wo sie jetzt auch markiert wird. Was wir mal wieder nicht sehen. Hehem. 2.5 years later. Die Wolken haben sich über dem Eisgebiet und seiner Umgebung verzogen. Wir können auf die Blizzard-Insel reisen, auf der die Afterstory weitergehen wird. Und ich bin mal gespannt, es lief nicht sonderlich gut beim letzten Mal. Ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen besser, vor allem war mein RNG halt wieder komplett on point. Wir haben einen auf Pokémon Randomizer gemacht, wobei ich echt sagen kann,
Es ist eine Frage, wie sehr ich mich in Pokémon Schwarz beschweren darf übers RNG. Die Gegner benutzen overpowerte Pokémon, ich krieg overpowerte Pokémon. Okay, beginnt besser als letztes Mal. Ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele Ebenen das hier hatte, mindestens 20. Das weiß ich, ich habe letztes Mal irgendwie ab, ich glaube, 14 Ebenen, weil ich mir eingebildet hatte, es wären 14 gewesen. Ab dem Punkt hatte ich mir irgendwie jede Ebene, habe ich mich aufgeregt, dass es noch nicht rum war. Die Gegner hier sind teilweise ziemlich nervig, deswegen bin ich froh, wenn wir auf keine treffen. Das war jetzt nötig, Fragezeichen, Männer. Der Solarstrahl. Dann stirb wenigstens qualvoll, wenn du jetzt verfehlst. Danke. Ah ja, Level up. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie die Möglichkeit hatte, Attacken zu erlernen. Ich weiß ja, dass bei Shinux auf Level 41 was kommt, das ich haben will. Der dann übrigens auch bei abbekommen müsste. Außerdem denke ich, letztes Mal habe ich irgendwann die Musik geändert. Ich denke, das lasse ich in dieser Aufnahme. Da hatte ich dann statt dem Track hier einen anderen, bei dem ich mir dachte, dass er sehr gut passt, angemacht. Glacier Palace Great Spire. Aus Portale in die Unendlichkeit. Und jetzt beginnt's. Okay, zumindest nicht Hagel. Hagel wäre deutlich schlimmer. Fragezeichen, man, du darfst in der Tat angreifen, ne? Genau so. Ah ja, und ich sollte dieses Mal auch Saves nutzen. Ihr habt gerade auch gesehen, letztes Mal war 5. bei der Aufnahme, 5. November. Heute ist der 16. Wann das online kommt, ich denke vielleicht 17 oder so. Oh Gott, es gibt voll viele Viecher mit solchen Attacken in diesem Dungeon. Alter, das ist das Problem. Hier rennen richtig viele krass starke Pokémon rum. Ich laufe mal ein bisschen hin und her, damit Fragezeichen man regeneriert. Und Ebene 5. Es beginnt gut. Oh, Sinelbeere, ja, sehr gut. Und ich darf nicht vergessen, das Item anzulegen. Was bringt ein Winkelband? Geworfene Items fliegen in der Kurve, na danke. Ja, wäre schön, wenn wir uns hier nicht prügeln müssten auf der Ebene. Und das müssen wir auch nicht. Ebene 6. Das war nicht der Plan. Das war der Plan. Da seht ihr es auch nochmal, 16. November. Jawohl! Ich merke, bisher läuft es auf jeden Fall besser als letztes Mal. Der Dungeon wurde ja auch, weil ich nicht im Dungeon die Folge begonnen habe und den Save hatte. Ansonsten wäre der Dungeon wieder komplett gleich aufgebaut. Aber da ich vor dem Dungeon war, wurde nochmal der gesamte Dungeon neu getriggert. Und eben alles verändert. Und das ist offensichtlich sehr gut für mich. Sag mal, Fragezeichen, man. Warum greifst du so selten an? Und ich sag dir, alle haben solche hässlichen Attacken. Wenn ich jetzt so laufe, zack. Und jetzt tackle. Das hat gereicht. Was ist denn das für ein Viech? Du machst auch mit. Und zwar wirklich. Übrigens, ich weiß nicht, inwiefern ich damit weitergekommen bin, wenn das Video hier online ist. Aber ich habe mich jetzt letztendlich entschieden, mir doch Pokémon Schild zu holen. Und es wird auch vermutlich dazu ein Let's Play geben. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es jetzt schon gestartet hat. Wenn doch, dann wisst ihr es ja ohnehin schon. Ich habe mich jetzt halt kurzfristig so entschieden, weil ich habe mir was vom Spiel angeguckt. Vor allem mal, was für neue Pokémon es gibt.
viele von den Pokémon finde ich echt nicht so cool. Und vor allem ist es sehr blöd, wie man manche bekommt. Vor allem hätte ich halt gerne fast nur neue Pokémon benutzt, aber man bekommt viele coole erst spät im Spiel. Aber es gibt einige, ich habe mit dem Starter mir schon 4 rausgesucht, die ich spielen will, die es innerhalb der ersten paar Spielstunden gibt. Die ersten 3 sogar innerhalb der ersten 1-2 Spielstunden. Halt, der Starter ist eins davon, aber ne. Und dann noch eins, das habe ich... okay, dann gibt es halt noch ein paar, die so theoretische Kandidaten sind. Was mir vor allem gefällt, ist, wie viele Dragon-Types es auf einmal gibt. Die haben richtig viele neue Dragon-Types gebracht. Oder allgemein auch mal auf andere Typen gebaut als sonst. Ich hätte zwar immer noch eine neue Evoli-Entwicklung toll gefunden, aber muss ich mich wohl mit dem hässlichen Gigantamaxing abfinden. Eine Frage übrigens. Es haben nur Erst- und Acht-Gen-Pokémon Gigantamaxing. Nur Erst- und Acht-Gen. Und Deponitox. Wieso Deponitox? Hä? Was ist denn los? Der fucking lebende Müllhaufen der 5. Generation. Gerade das Viech bekommt eine Gigantamaxing-Form. Da muss ich wieder ganz weit los, Nintendo. Ah, stimmt, ich musste... Mir ist gerade direkt... das habe ich gar nicht nachgeguckt, ich schlauer Mensch. Moment, das stand aber auch auf der Seite nirgends. Es gibt noch ein Pokémon, das auf jeden Fall sehr potenzielles Teammitglied ist, das mir gerade eingefallen ist. Muss ich mal gucken, wo es das gibt. Ich finde es auch schade, dass ich zum Beispiel noch nicht rausgefunden habe, weil manche Slots eben noch frei wären. Zum Beispiel Vulpix oder Evoli würde ich trotz allem gern mitnehmen, aber ich will an sich nicht, dass Evoli das Gigantamaxing drauf hat, weil ich mir sehr sicher bin, dass man es nicht entwickeln kann. Und das wäre halt ein bisschen nervig. Ja, die Ebene läuft nicht so gut. Na, ich bin langsam. Töte es, danke. So, Level up. Nebenbei google ich gerade mal, wo es das Pokémon gibt, das ich jetzt eben gerade, das mir eingefallen ist. Du brauchst deswegen nicht gleich rumnerven, Handy. Okay, nichts geschieht. Fake-Item. Die Treppe ist sowas von da unten rechts, ne? Moment mal. Bin ich gerade eigentlich lost? Jetzt mal im Ernst, bin ich gerade lost? Die Musik hier, hä? Das ist doch der Himmel. Doch. Das fällt mir jetzt erst auf, aber das ist doch Himmelsturm, oder nicht? Boah, und die scheiß Seite will nicht laden. Digga, es gibt halt das ist das Problem, es gibt gefühlt noch nichts über Fundorte von Pokémon. Oder von den meisten zumindest. Aber ich will das jetzt eigentlich schon wissen, ne? Also, erstens ist das entweder irgendein Remix oder ich bin gerade echt komplett lost. Aber, wegen der Musik jetzt.
Ich habe jetzt auch mal geguckt, wo es das Mon gibt. Ist halt, das ist das größte Problem. Man weiß es einfach auch nach dem Recherchieren nicht genau bei vielen. Ich meine, man weiß irgendeinen Ort in der Naturzone. Ah ja, das habe ich mich letztes Mal schon drüber aufgeregt. Ich renne mit Pflanzen- und Elektro-Pokémon rum. Dann kommt Formeo. Könnte einfach Feuertyp machen. Alles klar. Könnte einfach sich selber zu einem Feuertyp machen. Wäre ganz gut an sich. Aber immer wenn ich ankomme, denken die, jetzt wäre doch eigentlich Wasser eine ganz gute Idee, ne? Ich meine, haben ja nur beide eine Schwäche gegen. Digga, das Ding einfach mal fucking lief jetzt. Na, aber das ist nicht der Track, oder? Das. Nebenbei wieder am Recherchieren. Dieses Mal über die Musik hier. Aber nein, vergesst es. Dieser eine Teil klang ein bisschen so, aber das hier ist nicht der Himmelsturm. In keiner Dimension. Magen wird langsam leer, Treppe würde ich gern finden. Klar, Explosion, was will ich sonst? Ja, es ist so klar, das war das größte Problem mit RNG, das ich in diesem Dungeon hatte. Diese fucking Botugel, die einfach nur reinlacken. Ja, ich hab halt nicht viele Zinelbeeren. Nee, der Track ist anscheinend ein eigener. Ja, dieses Mal heilt's natürlich. Ey, mach doch nicht nochmal! So, Recherche fertig. Jetzt können wir endlich gescheit weiter zocken. Ich will heute die Blizzard-Insel abschließen. Das reicht mir dann auch. Ich kann es auch gleich sagen. Das betone ich jetzt so, weil es gibt hier noch einen zweiten Dungeon in dem Teil der After-Story. Das Botugel rennt hinter uns. Okay. Jetzt kommen wir nicht mehr um den Kampf drumherum. Wehe, du machst jetzt ultra viel Damage. Okay. Fragezeichen, Man. Ich hoffe, du kommst da hinten klar. Vielleicht auch mal ohne Solarstrahlen. Ich wollte eigentlich Nein sagen. Ich wollte nochmal Nein sagen. Ich kann halt nicht zu dem Viech runtergehen. Ich bin wirklich knapp bei HP. Immer Solarstrahl, Alter. Es ergibt halt keinen Sinn. Das tötet aber jawohl. Gut. Ist jetzt die Frage, inwiefern. Oh, das ist 44, aber trotzdem. Gut, Treppe.
Ja, ich glaube, rund 20 Ebenen hat der Dungeon, wie gesagt. Hier, es läuft halt echt deutlich besser. Letztes Mal habe ich, wie gesagt, glaube ich, 40 Minuten für den Dungeon gebraucht. Und jetzt sind wir 15 im Dungeon und haben 15 Ebenen. 16 Ebenen. Hier gibt's Plinfer? Dem Ding bin ich nie begegnet. Und stark ist es offensichtlich auch nicht. Es muss ziemlich selten sein, Pingo Magic, Alter. Selten, zum Glück, weil können tut er nix. Passt 1:1. Ja, gib mir eine Sekunde. Wetten, ich lande jetzt direkt zwischen 8 Millionen Gegnern. Fast. Sorry. Boah, wisst ihr, was ich auch mal mitbekommen hab? Digga, das wird mich so triggern als YouTuber. Ey! Was soll denn das? Irgendwie einfach ein Typ niest in seinem Video, so ganz normal. Ich gucke in die Kommentare. Zu Minute, keine Ahnung wann, es war 11:36 oder so. Alle haben genau den Timestamp gehabt und Gesundheit geschrieben. Bruh. Da denke ich mir auch, wirklich jetzt? In die Videokommentare, weil einmal im Video hat der Typ gehustet. Oh boah, Junge! Ja klar, warum kannst du den Schnabel, du Hässlicher? Wenn ich es nicht paralysiere, ist Fragezeichen mein Tod. Ja, er synthetisiert Photosynthese am Start, Leute. Genau das denke ich mir auch immer, wenn mir irgendwer am Wochenende sagt, hier, ey, wir haben schon 9 Uhr, die Sonne ist draußen, steh doch mal auf. Denke ich mir auch, ja geil, wozu Photosynthese, Motherfucker, oder was? Ja. Sehr wichtiger Schwenk aus meinem Leben. Weiter geht's. Oh, es läuft! Noch 1-2 Ebenen. Es läuft so viel besser als in der Originalaufnahme. Ich habe in der Originalaufnahme, ich glaube, 3 Belebersamen mitgenommen. Alle innerhalb von wenigen Ebenen verloren gehabt. Zinelbeeren hatte ich am Ende auch keine mehr übrig. Und ich habe in diesem Run im ganzen Dungeon bisher 2 Items verwendet. Ein Apfel und ein Ei, hahaha. Und eine Zinelbeere. Und einen toten Vogel! Ja, wie das Ding noch lächelt! Warum kämpfst du überhaupt? So, komm. Ich glaube, das ist die letzte Ebene. Oh, das war nicht der Plan. Aber wir haben ein Goldband gefunden. Das bringt Fettkohle! Stopp! Beende es! Beende es! Oh nein, mein Top-Elixier funktioniert nicht mehr. Gut, dass ich ein Top-Elixier habe. Jawohl. Das reicht für die heutige Folge. War nicht lang, genau gesagt halb so lang wie die Originalfolge, aber ich bin happy drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Stimmt, kommt vermutlich sogar heute online die Folge. Dann Servus an alle, Lel.